Aufzeichnung läuft. Oh, und es ist 13 Uhr. Herzlich willkommen an alle hier im Vortrag Video-Live-Schnitt mit OBS Studio. Ich freue mich persönlich sehr, diesen Vortrag hier moderieren zu dürfen. Nicht nur verfolge ich die Entwicklung von OBS schon seit dem Anfang, mehr oder weniger. Wir haben auch schon mit OBS Studio hier bei den Linux-Tagen, als sie noch in Präsenz waren, die Livestreams produziert. Und jetzt in dem Moment läuft bei mir und vielen anderen ja auch ein OBS, um die Kamera für die Videokonferenz darstellen zu können. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass OBS Studio mittlerweile das Rückgrat einer ganzen Industrie von Leuten ist, die auf Twitch, auf YouTube und anderen Plattformen damit ihr Geld verdienen. Und wie das alles funktioniert, wird uns jetzt der David Kastrup erklären. David, bitteschön. Ja, also dann sage ich auch erstmal Hallo und herzlich willkommen. Dass ich jetzt momentan auch gerade mit OBS arbeite, das kann man vielleicht sehen, wenn ich hier so ein bisschen rummogle. Der Vortrag wird im Wesentlichen, was das Material angeht, werde ich nicht die Möglichkeiten von Big Blue Button nutzen, um Bildschirmoberflächen zu teilen oder so, sondern es wird tatsächlich alles Interessante, was von meiner Seite kommt, über das Webcam-Bild von mir laufen, was nicht wirklich eine Webcam ist, natürlich. Der Grund dafür ist, dass ich aus Effizienzgründen das OBS und den Rechner, mit dem ich in Big Blue Button bin, trennen musste. Das heißt, der Rechner von Big Blue Button hat überhaupt keinen sinnvollen Desktop, auf dem irgendetwas liefe, was interessant wäre. Ich würde damit anfangen, jetzt den vorab aufgezeichneten Teil des Vortrages ablaufen zu lassen und hoffe, dass das dann auch gleich gut zu sehen ist. Natürlich, wenn der läuft, werde ich auch mein Bild wegschalten, damit auch der Vortrag alleine läuft. So, dann starte ich den jetzt mal gerade. Video-Live-Schnitt mit OBS Studio. Und der Vortrag ist natürlich auch mit dieser Software erstellt worden. Jetzt ist die Frage, wie arbeitet man mit OBS Studio, um so ein Video zu erstellen oder auch eine Session live zu streamen? Da ist es so, der Workflow von OBS besteht aus Szenen. Und eine Szene ist eine Anordnung verschiedener Ton- und Bildquellen, die man dann auch noch mit Filtern versehen kann, um dann daraus insgesamt ein Bild zu machen. Man kann zum Beispiel sehen, dass jetzt rechts oben mein Gesicht eingeblendet ist. Das ist mit einem Chroma-Filter versehen, wo ein grüner Hintergrund weggemacht wird und wird dann von der Webcam in ein Applikationsfenster, wo ein PDF-Viewer drin läuft, eingeblendet. Ja, und wenn man jetzt in OBS selber sich das anguckt, da hat man ein Vorschaubild, mit dem man schon mal Szenen vorbereiten kann. Und dann hat man das Programmbild, in dem das aktuell gestreamte oder aufgezeichnete Bild zu sehen ist. Und die kann man auch ausblenden, also auslagern, die jeweiligen also die jeweiligen Projektionen und mit eigenen Bildschirmen belegen. Und ja, da wird dann schon klar, was man an Bildschirmen verbrauchen kann und an Rechenleistung, um verschiedene Quellen anzuzeigen. Das ist natürlich im Prinzip bei OBS Studio noch erheblich weniger begrenzt, als das bei anderen Applikationen so üblich ist. Da zeige ich jetzt einfach mal wie so ein typischer Arbeitsablauf von OBS zum Einstieg aussieht. Okay, dann schauen wir uns einmal an, wie das aussieht hier beim OBS. Wir sehen hier
die Bedienoberfläche, wenn verhältnismäßig wenig bis jetzt gemacht wurde. Wir sehen, ich habe noch keine Quellen hinzugefügt. Dann fangen wir mal an, Quellen hinzuzufügen. Als erstes wäre hier angesagt eine Webcam oder eine Videokamera. Da klicken wir auf Videoaufnahmegerät und schauen, was wir haben. Da ich USB 2 im Wesentlichen habe, also ich versuche es mal erstmal hier mit der Webcam im Laptop. So. Das scheint die richtige zu sein. Die Pufferung nehmen wir raus, um hier keine Verzögerung zu bekommen. Das Videoformat hier ist Y, ist ein RAW-Format. Das ändern wir in ein Emulated-Format. Der Grund dafür ist, dass wir dadurch zum einen eine höhere Framerate hinbekommen und eine höhere Datenrate. Und gerade wenn man mehrere Webcams hat, haben wir oft das Problem, dass die USB-Bandbreite bei meinem Rechner, der nur USB-2-Schnittstellen hat, irgendwann am Ende ist. Okay, dann sage ich okay. So, jetzt sehen wir, ich habe jetzt hier ein, ist das in der Vorschau, das heißt, wenn ich streame oder aufnehme, ist der Bildschirm noch schwarz. Das ist der sogenannte Studio-Modus. Dann hole ich mal, damit man sehen kann, was, so den benenne ich mal um, das ist Front. Und da mache ich mal gleich eine neue Szene hinzu. Und zwar, da nehmen wir als Rücken. Dann schauen wir uns das mal an. Da machen wir jetzt eine neue Quelle hinzu. Und zwar auch wieder ein Videoaufnahmegerät. Da, das ist diesmal eine Kamera mit einem, wie nennt man das, einem Frame Grabber dran. Die sollte dann, haben wir es bald. Dann schauen wir mal hier. Da haben wir auch wieder ein Videoformat. So, jetzt haben wir das Problem. Man sieht es schon. Die Bandbreite scheint erschöpft zu sein. Das, jetzt stellen wir hier das Videoformat um, auch auf YU12. Und sieh einer an. Damit kommen wir dann anscheinend hin. Das können wir dann auch dazu machen. Die Pufferung nehmen wir hier auch wieder raus. Hallo. Und ja, da sieht man dann das Equipment. Moment, ich mache mal hier gerade OK. Hier sehen wir jetzt das Equipment. Ich stelle mal den Studio-Modus ab. Dann sehen wir nur noch die Vorschau. So, das ist natürlich, ich hätte umschalten müssen auf den Rücken. Das machen wir jetzt. So, dann sehen wir natürlich, ja, das ist der Rechner, der gerade aufzeichnet. Den brauche ich nicht. Dann sehen wir hier den Bildschirm, auf dem ich arbeite. Und wie man sehen kann, bei OBS kann man nie Bildschirme genug haben. Wir brauchen ja so etwas Kompliziertes wie OBS nicht umsonst. Ich gehe mal wieder in den Studio-Modus zurück. Und dann blenden wir mal, dann kann ich hier links die Front wieder auswählen. Und wenn ich dann einen Übergang mache, dann geht das, was gestreamt wird, von der einen Szene zur anderen über. Dann bauen wir hier mal eine neue Szene zusammen. Machen wir mal eine Szene, die wir einfach OBS selbst nennen. So, das ist jetzt OBS. Da
fügen wir einmal als Szene das Fenster selber ein. Das ist, schauen wir, Fenster, oh, hier haben wir eine Fensteraufnahme. So, da fügen wir OBS ein. Da schauen wir hier die Optionen an. Ah, das Panel brauchen wir nicht. Was wir brauchen ist hier das Fenster. So, da sehen wir, das ist das Fenster, was wir hier haben. Was wir auch sehen, ist, dass die Farben nicht so ganz stimmen. Das passiert häufiger, also sagen wir Rot und Blau tauschen. Und dann haben wir die Farben, die auch tatsächlich auf dem Desktop vorhanden sind. Dann sagen wir OK. Und ja, dann versuche ich jetzt noch rechts unten in die Ecke die Webcam dazu zu basteln. Das machen wir dann hier. Da können wir noch eine Szene dazu machen. Und die Szene, die wir dazu tun, ist jetzt die existierende Front, nehmen wir mal. So, okay. Die nimmt jetzt den ganzen Bildschirm ein. Das machen wir etwas kleiner. Dann taucht das rechts unten auf. So, und das ist jetzt die Szene, die ich übernehmen will. Dann mache ich den Übergang hier. Und dann ist das jetzt die aktuelle Szene, die aufgezeichnet gestreamt würde. Wenn ich mal hier schaue, kann ich auch einen Vollbildprojektor machen. Der streamt dann das Bild, was ich habe, auf den Bildschirm. Da muss ich gerade überlegen, das ist dieser Bildschirm. So, da haben wir jetzt das Vollbild. Es ist ein bisschen schwer zu sehen, weil natürlich das Vollbild auch unser Fenster hat, aber was man jetzt sieht im Unterschied zu vorher, dass rechts unten, ja, schwer zu zeigen, rechts unten tatsächlich jetzt das eingeblendete Fenster zu sehen ist. So, diesen Vollbildprojektor tue ich jetzt erstmal wieder weg, weil da kann ich sonst nicht viel arbeiten mit. So, jetzt bin ich wieder in meiner Ansicht vom OBS selber, wo ich zwischen den Szenen hin und her wechseln kann. Haben natürlich gerne den Übergang von einem auf den anderen. Das ist jetzt der normale Übergang. Ist einfach, man sieht es, eine Überblendung. Und wenn man die macht, dann werden die beiden jeweils vertauscht, die Fenster, die man hat, die Vorschau und die tatsächlich angezeigte Schau. Okay, dann schauen wir mal weiter. Was wir jetzt schon gesehen haben, ist, dass an aktiven Schnittstellen, die man anschließen kann an OBS, ist natürlich zuvorderst zu nennen, sind Videoquellen. Da haben wir schon ein paar gesehen. Man kann über ein spezielles Plugin, zu Plugins äußere ich mich später noch, auch NDI ein- und ausblenden. Das heißt, Videokanäle, die übers Netzwerk verteilt werden, statt auf dem lokalen Rechner zu entstehen. Man kann natürlich Ton über ALSA einblenden. Und ja, auch über Pulsaudio. Pulsaudio ist ein wenig mit Vorsicht zu genießen. Da zeige ich nachher was zu. Jack ist auch möglich. Da binde ich jetzt momentan auch Sachen über ein. Sonstige Videoquellen sind komplette Applikationsbildschirme, also Desktops und auch Applikationen. Und auch schon andere Szenen, die man vorher in OBS Studio definiert hat, kann man auch einbinden als Quelle. Man kann
mit MIDI-Controllern auch arbeiten. Das hat sich bei mir in der Praxis nicht so sehr bewährt, weil ich da auch häufiger Abstürze gehabt habe. Und es soll auch Plugins geben, um per Smartphone zwischen Szenen umschalten zu können und auch sich Sachen, also die als Monitor verwenden zu können und auch als Videoquelle. Wenn eine Applikation demonstriert wird, dann gibt es auch, naja, kann es Probleme geben, wenn man ein Fenster als Quelle nutzt. Dann tauchen die ganzen Dialoge, sowas wie Open-File-Dialog oder so, nicht auf, weil die ja nicht im Fenster stattfinden, sondern separate Fenster sind. Deswegen will man da lieber einen kompletten Desktop normalerweise nehmen. Und ja, das funktioniert nicht immer. Zum einen hat man nicht immer beliebig viele Bildschirme, wie schon erwähnt. Kann man eigentlich nie genug haben. Und zum anderen muss man natürlich die Auflösung des Endproduktes auch haben auf dem Bildschirm. Und da gibt es dann die Möglichkeit, einen virtuellen X-Server laufen zu lassen. Xefir ist ein solcher Server, der läuft dann in einem Fenster. Dann kann man sich dieses Fenster grabben und dann innerhalb des Fensters die Applikation im Fullscreen-Modus laufen lassen. Ja, XNest war das früher mal, ist zwar immer noch vorhanden, ist aber für moderne Applikationen eigentlich, taugt es nichts. Also da kann man keinen Video-Editor oder so, läuft einfach nicht drauf. Und man braucht natürlich auch einen Fenstermanager. Ja, dann gehen wir wieder zu den Eingabedevices, die möglich sind. Da gibt es seit wenigen Jahren, muss man sagen, relativ preiswerte HDMI-Grabber, die mit dem Makro-Silikon MS2109 intern aufgebaut sind. Das von mir bevorzugte Teil ist eigentlich dann ein Stick, der in einem Aluminiumgehäuse ist. Der wird auch als USB-2-Grabber vermarktet. Das ist eigentlich auch relativ wahrheitsgemäß. Da braucht man eigentlich horizontale USB-Sticks, damit der im Laptop vernünftig einzustecken ist. Und das kann einem auch passieren, dass er den nächsten blockiert. Also wenn man eine kleine Verlängerung, USB-Verlängerung hat, dann kann das auch manchmal hilfreich sein. Der Chip ist bei diesen Sticks auch noch mit einem Kühlkörper versehen, was relativ sinnvoll ist, weil der auch den Wärmetod sterben kann ansonsten. Da zeige ich mal ein kurzes Video, wie das aussieht, wenn man den aufmacht. Andere Version, die es da gibt, ist eine Version mit einem schwarzen Kunststoffgehäuse drum, nennt sich dann USB-3 meistens, zumindest im Identifikationsring und wird als solcher vermarktet. Und leider hat der Chip keinen Kühlkörper und USB-3 ist auch geschwindelt. Da kann ich mal zeigen, wie der aussieht. Ja, dann gibt es halt so
Leute, die haben ausgetestet, was braucht man dafür Einstellungen, wenn man die übernimmt. Die finde ich eigentlich ganz gut. Dann kommt man auch zu ganz netten Ergebnissen farblich. Da muss man zu sagen, dadurch, dass es USB 2 ist, kann man RAW-Video nur mit 5 Frames pro Sekunde machen, wenn man in Full HD ist. Wenn man aber das Motion-JPEG-Format verwendet, kommt man zumindest auf 30 Frames pro Sekunde. Sound kommt halt auch über einen Kanal rüber. Dann habe ich auch einen Test gesehen, der gesagt hat, dass da anscheinend runtergesampelt wird, dass er also gar nicht Full HD kann. Ich hatte den Eindruck, dass Full HD doch rüberkommt, aber nicht, wenn man den Chip selber die Auflösung aushandeln lässt, dann sagt er bevorzugt 1280x720. Das Ganze wird von Video for Linux sehr gut unterstützt, weil es ein UVC-Device ist, also USB-Video. Ich weiß gar nicht, wofür das C steht jetzt. Aber ist jedenfalls ein Standard. Da sollte man halt drauf achten, wenn man irgendeine Karte sich holt oder irgendetwas zum Digitalisieren, dass es diesem Standard gehorcht. Dann kann man es auch als Webcam verwenden in den üblichen Browser-Applikationen und ist auch in der Einbindung in OBS dann unproblematisch. Man muss dazu natürlich sagen, tatsächlich ist USB 3. Das erfordert dann andere Chips und das ist normalerweise, das muss man sich dann teuer bezahlen zu lassen. Also das muss man dann schon bezahlen und man kann damit rechnen, dass wenn etwas als USB 3 vermarktet wird, aber keinen Markennamen hat, dass das einfach eine unsinnige Werbebehauptung ist. Ja, und natürlich will man, wenn man Sachen aufnimmt, auch das Originalbild irgendwo sehen. Das heißt, wenn diese Sticks zum Beispiel keinen eigenen HDMI-Ausgang zur Ausleitung haben, braucht man einen Splitter, um das Signal einmal in so einen Stick zu leiten und zum anderen auf einen Bildschirm, wo man es dann auch sehen kann. Dann gibt es natürlich Anwendungen für sowas. Da haben wir jetzt als Beispiel eine Webcam. Ich meine, das Bild, mit dem ich jetzt gerade aufgezeichnet bin, das ist tatsächlich auch eine Videokamera, die über so einen Stick angeschlossen ist. Und dazu braucht man einen clean HDMI-Ausgang, also einen, wo tatsächlich nur das Signal rausläuft und nicht zusätzlich noch irgendwelche Einblendungen, die man so auf Kameradisplays typischerweise sieht. Diese Option für einen clean HDMI hat man tatsächlich eher bei Camcordern, als das bei größeren Kameras der Fall ist, speziell wenn, also bei Spiegelreflexkameras oder mittlerweile spiegellosen Kameras. Es gibt auch leider viele Kameras, bei denen der HDMI-Output nur aktiv ist, wenn man Aufzeichnungen wiedergibt, aber nicht, wenn man einfach nur die Kamera irgendwo hin zeigen lässt. Und das ist natürlich dann auch schlecht. Ja, kann man natürlich auch wenn man so ein passendes Bild hat, kann man natürlich auch die Kamera selbst demonstrieren. Da habe ich gerade ein Beispiel. So, jetzt schauen wir mal, was wir anstellen können, wenn wir so einen Frame Grabber hier nehmen. Sieht man jetzt, der hier ist ein Composite Video Grabber. Die sind auch relativ preiswert, für 10 Euro oder so. Der hat einen SVGA-Anschluss, den man benutzen kann für
nicht SVGA, S-Video, ne? Super Video. Da kann man dann passende Signale reinstecken und wir haben ein Stereo-Signal Rot-Weiß-Audio und ein Videosignal in Gelb. Dann haben wir eine Kamera hier, eine alte DSC R1, die hat noch einen Videoausgang hier, ne, sieht man. So, dann stecken wir das also hier einmal rein. Und dann nehmen wir hier den Grabber und stecken das Ringsignal in Video und naja gut, die Spitze, wer weiß, was die für einen Zweck hat, stecken wir einfach mal in einen Kanal. Da wir das Audio sowieso nicht durchschalten, ist das egal. Jetzt stecke ich also dann dieses Teil einmal in den Rechner. Und dann schauen wir mal, was OBS dazu zu sagen hat. So, also man kann auch sehen, hier ist die Kamera, die mache ich jetzt mal an. Und dann tun wir zu unserem Main-OBS-Bildschirm, dann machen wir vielleicht sogar eine neue Szene mit Kamera. So, die kann man hoffentlich sehen, bevor wir das rüberklicken, müssen wir mal hier den Main OBS als Szene dazu nehmen. Sonst sieht man nichts. Nehmen wir den Main OBS als Szene dazu. Ich glaube, wir nehmen lieber stattdessen. Ja, wir können es ja mal wechselbar machen. Ich glaube, wir nehmen lieber Front pur. Da sieht man mehr. Okay, ausgewählt, hinzufügen, Szene, Front pur und stellen mal dann das Main OBS ab. Und dann tun wir noch dazu die Kamera. Das ist ein Videoaufnahmegerät. Das nennen wir jetzt auch Composite. Da hätte ich wahrscheinlich die Session neu machen müssen. So, da sieht man es. Da die Kamera hat natürlich dumm von mir die Kappe drauf. Die nehmen wir mal gerade runter. Und dann sieht man schon mehr. Lassen wir mal einfach so. So. Und dann machen wir den Kameraeinschub irgendwie nach rechts unten und vielleicht ein bisschen kleiner. Und dann machen wir mal eine Überblendung und gucken uns das an. Und da sieht man jetzt die Kamera. Und das Equipment auf mit dem ich hier rumbastle und einen etwas unordentlichen Schreibtisch und da hinten die, naja, nicht ganz Webcam, mit der ich hier alles aufnehme. Und dann mal gucken, mache ich mal hier eine Aufnahme mit Blitz. Vielleicht mal etwas weniger Zoom. Naja, da werden wahrscheinlich dann die Bildschirme nicht besonders gut zu sehen sein. Gucken wir mal. Ach, ja, die Bildschirme sind auch noch rübergekommen. Gar nicht mal schlecht. Und jetzt habe ich auch noch ein Beispiel für tatsächlich eine Kamera mit oder ein Camcorder mit HDMI-Ausgang. So, jetzt haben wir hier ein HDMI-Kabel. An der einen Seite habe ich jetzt schon einen HDMI-Grabber. Da steht es HD Video Capture Device dran geklemmt. Das ist auch ein relativ billiges Teil, das nicht mehr macht als Motion JPEG.
Es nennt sich USB 3.0, ist es nicht, hatten wir schon. Da auf der anderen Seite ist dann ein Mini-HDMI-Anschluss dabei. Hier habe ich eine Videokamera von Samsung. Sorry, da muss ich mal aufmachen vorne die Linse. So. Und dann stecke ich das mal hier rein. So, jetzt habe ich es irgendwo reingesteckt. Und dann gucken wir mal, dass wir das auch aufs Bild kriegen. Jetzt füge ich halt bei dem Bild mit Kamera hinzu das Videoaufnahmegerät. Das ist jetzt die Samsung-Kamera. So, wie man sieht, sieht man nichts. Da müssen wir gleich mal gucken, woran das liegt. Vermutlich daran, dass die Bandbreite jetzt nicht mehr ausreicht. Gehen wir mal auf 25 Bilder pro Sekunde runter und sieh mal einer an. Da kommt dann tatsächlich auch das Bild zustande. Was Sie hier sehen, ist, dass das Videoformat auf Motion JPEG steht. Das ist optimal. Das ist aber irgendwie erst seit ein paar Monaten so, dass ich das sehe. Ansonsten müsste man eines von den Emulated Formaten nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass sich im Kernel was verbessert hat oder im OBS. Eins von beiden. So. Dann sieht man das Bild von der Kamera. Das ist auch nicht schlecht. Ich richte es mal auf die andere Kamera. Wie sauber ist das HDMI-Signal? Ich glaube, ich habe bei dieser Kamera das schon auf sauber gestellt. Dann gucke ich mal, ob ich das auch auf unsauber stellen kann bei den Settings. Display vielleicht. Gucken wir mal. TV-Display. On. Gucken wir mal, was das jetzt verursacht. Wenn ich hier wieder rausgehe. Und da sieht man, jetzt sind die ganzen Einblendungen auf dem Bildschirm, die eigentlich die Kamera auch auf meinem Kamerabildschirm, also hier, anzeigt. Und machen Übergang. So. Jetzt sieht man wenigstens wieder, was ich tue. Jetzt kann ich hier die Kamera wieder sichtbar schalten und dann kann ich hier, schauen wir mal, was wollte ich? Ich wollte transformieren. An Bildschirm anpassen. So, das ist doch ganz gut. Jetzt ist das Kamerabild auf den Bildschirm geschrumpft und jetzt können wir es auch noch ein bisschen weiter schrumpfen. Machen wir es nach rechts unten. Dann müssen wir es mal. Etwas schmaler machen. So. Und jetzt reinschalten, da sieht man es. Dann schalten wir mal wieder das Kamerabild rein statt des OBS und machen den Übergang und dann habe ich hier wieder eine Kamera und ich sehe, was die Kamera mir anzeigt. Ich kann zoomen. Jetzt gehen wir mal mit dem Zoom wieder zurück und auch hier mein Equipment anzeigen. Das Mischpult da ist tatsächlich, wie man an den hoch- und runtergehenden Anzeigen sieht, das, womit ich hier die Aufnahmen mache. Ja, haben wir also diese Kamera mal gedemot. Ja, was, wofür natürlich auch so etwas gut ist, ist, um die
Arbeit zwischen zwei Rechnern aufzuteilen, zum Beispiel auf einem Rechner eine Applikation laufen zu lassen und dann auf dem zweiten Rechner die OBS-Session, mit der man dann daraus ein Video fabriziert. Das ist insbesondere natürlich dann interessant, wenn die Applikation selber schon rechenzeitaufwendig ist und man nicht den Rechner mit sowohl OBS als auch der Applikation belasten will. Ja, und natürlich, wenn man mit einem Spielcomputer arbeitet oder überhaupt, dass ein Spiel so viel Rechenzeit, so viel Rechenleistung verbraucht, wie es kriegen kann, und speziell auch Grafikleistung, das ist ja nicht unbekannt. Das, was bei mir jetzt auch noch aufgetreten ist, ein kleines Problem, ist, dass wenn ich einen Bildschirm habe, der gar keinen Audioausgang hat, dann und der Frame Grabber fungiert als Splitter oder man hat einen Splitter angeschlossen und die Daten von dem HDMI-Gerät, die zum Rechner übertragen werden, stammen von dem Bildschirm, der keinen Audioausgang hat, dann kann es sein, dass der Rechner, zumindest unter ALSA, dann der Meinung ist, okay, da schicke ich auch keinen Ton hin. Und dann landet natürlich auch bei dem Frame Grabber kein Ton. Das hat mich ein paar Tage Schweiß gekostet und ein bisschen traurig ist es, dass dieser Schweiß etwas umsonst war, weil ich wegen Audioproblemen jetzt tatsächlich das ganze OBS umgehe und direkt hintenrum aufzeichne. Neben diesen Billig-Framegrabbern, die ich gezeigt habe, gibt es auch dedizierte Capture-Cards, die im Wesentlichen für Gamer vermarktet werden, also oder Streamer, also Leute, die irgendwelche Spiele spielen und kommentieren und die Videos dann ins Netz stellen. Und die haben halt dann Framegrabber, die tatsächlich auch in Full HD, ich muss gucken, dass ich auch wirklich Full HD schreibe, wenn ich Full HD meine, also funktionieren und dann auch in 30 oder 60 Frames pro Sekunde, die natürlich dann oft auch schon den beim Spielen besonders notwendigen zusätzlichen HDMI-Ausgang, also den Splitter, eingebaut haben, die teilweise auch schon direkt das Ganze nach H.264 kodieren, sodass auch die aufwendige Kodierungsarbeit nicht bei einem Rechner landet, sondern schon auf dem Grabber erledigt wird. Da muss man natürlich aufpassen, wie bei allen Zusatzgeräten, die man sich so anschafft, wenn man die unter Linux einsetzen will. Sehr häufig werden die halt mit Treibern für Windows oder macOS ausgeliefert, und zwar Treiber, die halt nur darauf laufen. Da muss man natürlich darauf achten, dass man sich Karten holt, die dem UVC-Standard genügen, also Plug-and-Play sind, wo man keine Treiber installieren muss und die dann deswegen auch unter Linux normalerweise problemlos laufen. Ja, da ist bei den Karten, die tatsächlich die nicht den Standards genügen und mit separaten Treibern installiert werden müssen, gibt es manchmal tatsächlich Leute, die sich hingesetzt haben und dann den USB-Bus belauscht haben und aufgezeichnet haben, was für ein Datenverkehr zwischen der Karte und dem dem Windows-Rechner stattfindet und dann das Ganze auf dem Linux-Rechner simulieren. Das kann einigermaßen funktionieren, hat aber meistens den Nachteil, dass es sicher eigentlich nur mit den Konfigurationen läuft, die der Entwickler auch tatsächlich zur Verfügung hatte und nicht so viel unterstützt, wie auch wie das auf den Originalgeräten der Fall sein könnte. Natürlich muss man sagen, dass generell die Unterstützung von freien Codecs, also so etwas wie
VP8, VP9 oder so kann man sich abschminken eigentlich. Ist glaube ich, auch gar nicht im UVC-Standard vorgesehen. Wie schlimm das ist, wenn man OBS verwendet, ist natürlich fraglich, weil wenn man mit OBS etwas zusammenstellt, wird das Ergebnis sowieso wieder neu kodiert und irgendwo hingeschickt. Wofür es halt nützlich ist, ist fürs Mitschneiden von einem Signal direkt vom Bildschirm ab, weil Bildschirmausgabe ist normalerweise etwas, was ein Rechner ganz gut hinkriegt. Und auf die Art und Weise kann man halt dann auch den Rechner entlasten, auf dem man arbeitet. Und mit solchen Codecs zu arbeiten, entlastet natürlich auch den Bus. Das ist schon bei Motion JPEG der Fall, aber natürlich bei sowas wie H.264 noch viel eher. Und es hat den Vorteil, wenn man tatsächlich Applikationen hat, die den H.264-Codec unterstützen, dass der Einsatz als Webcam mit sehr wenig Rechenzeitlastung durch den Hostrechner abzuwickeln ist, sofern die Qualität von dem H.264-Stream mit den Anforderungen übereinstimmt, die man so für die Applikation hat. Ja, und was ich jetzt auch sehr praktisch finde manchmal, es erspart einem nämlich den zweiten Rechner, ist, dass ich jetzt hier eine Aufzeichnungskarte, eine Capture-Karte habe, wo man eine Micro-SD-Karte einschieben kann und dann zeichnet der einfach komplett selber auf und man hat hinterher eine Datei, die man dann bearbeiten kann. Man kann ihn auch einfach umschalten, dann diesen Grabber, und dann arbeitet er als Kartenleser. Das ist also schon recht komfortabel und spart auch einiges an Aufwand. Ja, dann gibt es bei diesen Systemen auch Anschlüsse für Headsets, um den Ton mitzuhören und Kommentare mitzuschneiden. Tatsächlich ist es jetzt so, dass ich bei dieser Aufnahme meine Sprache, die ich jetzt dazu spreche, über einen Audio-Ausgang reinleite in die Karte und dann dort direkt aufzeichne, um mir Audio-Aussetzer zu ersparen, die halt bei hoher Systemlast ansonsten anfallen können. Ja, hohe Systemlast, das Stichwort. Zum einen, denke ich mal, ist Puls Audio mit beteiligt. Das Symptom, was man dann hat, ist einfach, dass die Synchronisation davonläuft und dass man Aussetzer hat. Ich kann mal zeigen, wie sowas sich anhört. Schade, das geht schon wieder gar nicht. Da läuft mir der Shot. Der Puls-Audio läuft mir davon. Der schafft es mal wieder nicht, hinterherzukommen. Ja, da gibt es, man kann ein bisschen rumbasteln. Also was die Puls-Audio-Entwickler überhaupt gar nicht empfehlen, ist das Time-Based Scheduling abzudrehen, worauf sie besonders stolz sind und das eigentlich auch der Zustand ist, mit dem womit sie eigentlich auch immer ihre ganzen Tests machen. Dann gibt es eine Environment-Variable, mit der man Applikationen sagen kann, dass sie das Puls-Audio nicht so weit davonlaufen lassen sollen. Das funktioniert alles irgendwie bei mir auch nur begrenzt. Ab einer hohen Systemlast irgendwann springt der Lüfter an, die CPU-Frequenzen gehen runter und dann geht alles in den Keller. Eine gute GPU zu haben ist natürlich nicht verkehrt, und wenn wir bei dem Thema alles wird heiß dann ist natürlich eine ausreichende Kühlung des Rechners nicht verkehrt. Je nachdem, was ich mache, drehe ich von vornherein den Lüfter bei meinem Laptop schon nah an Maximum auf, damit er nicht erst, wenn es
losgeht mit dem Problem, anfängt sich extra zu kühlen, dann kann es helfen, wenn man einfach Szenen rausnimmt aus seinem Setup, die nicht benötigt werden, irgendwelche Quellen, wo dann OBS Daten sammelt, die es gar nicht braucht. Was ich jetzt hier nicht geschrieben habe, ist, es kann vielleicht auch helfen, wenn man sowas wie einen Videoplayer nicht in einem Applikationsfenster laufen lässt, was man dann in OBS einblendet, sondern stattdessen einfach auf einen eigenen, also komplett an OBS vorbeilaufen lässt, entweder indem man den Screen Grabber nimmt und darauf lässt man dann direkt den Videoplayer laufen. Oder, wie ich das jetzt hier beim Vortrag gemacht habe, man schneidet die Videos hinterher einfach rein. Das ist dann für den Live-Betrieb zwar nicht praktisch, aber das ist dann die Notlösung, die mit Sicherheit funktioniert. Ja, dann, wer auf demselben Rechner irgendeinen Firefox offen hat oder so, selbst schuld, muss man fast sagen, ne? Dass man unnötige Applikationen alle dicht macht, bevor man auch nur anfängt, mit sowas rumzubasteln, das sollte klar sein. Und dann ein anderes Manko, was ihr sicherlich auch schon bemerkt haben werdet, ist, man kann durch Reduzierung der Auflösung und der Frameraten die Rechenleistung und die geschaufelten Daten auch beträchtlich reduzieren. Wenn man Full HD nimmt oder nur HD und ob man nun 60 oder 30 Frames per Second nimmt oder in meinem Fall sogar 25, das macht einen gewaltigen Unterschied daran, wie viel Daten der Rechner tatsächlich hin und her schaufeln muss. Ja, dann wollte ich noch was zu Plugins sagen. Plugins in OBS Studio stellen separate Funktionalität bereit. Und die über ein API dann funktionieren können. Man kann sich verschiedene Plugins runterladen von verschiedenen Leuten, die das gemacht haben. Das ist meistens tatsächlich auf den drei wichtigen Plattformen vorhanden, also Linux, Windows, macOS. Bei den wichtigen Plugins, wenn die Leute nur etwas basteln, dann kann es auch sein, dass es tatsächlich nur für einige Plattformen zur Verfügung ist. Und da finde ich, ist an vorderster Stelle eigentlich das StreamFX Plugin zu nennen für 3D-Transformationen und andere GPU-Effekte. Da kann man jetzt sagen, okay, das brauche ich ja nun. Wozu braucht man das? Da habe ich ein kurzes Beispiel, nicht ganz kurzes Beispiel, wozu man das brauchen könnte. Das spiele ich jetzt einfach mal ab. Das sieht so aus, als hätte ich jetzt ein Bild. Hier bin ich, ne? Und ich habe jetzt ein bisschen umgebaut. Wir haben hier eine neue Videosource. Neben dem Rücken, den wir da sehen, haben wir jetzt hier auch noch Atari. Das ist ein Frame Grabber, der auf einen Atari Spielcomputer läuft. Dann will ich mal schauen, dass ich mir jetzt noch den Ton dazu hole. So, dann müssten wir hier noch eine Schallquelle dazu machen. Schaue ich mal, ob ich das hinkriege. Hinzufügen. Also Aufnahmegerät, so, und zwar Atari Sound, der muss neu sein, und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Da haben wir, das ist hier, USB 2.0 PC-Kamera, das wird dieser hier sein. Den machen wir mit einer Rate von 48 kHz. Das ist vermutlich übertrieben, aber das ist die Standardaufnahmefrequenz, mit der wir machen. So, dann sagen wir mal hier OK.
Und der Atari-Sound, oh, der scheint aber, der scheint sehr laut zu sein. Den müssen wir noch mal ein bisschen zurückschrauben. Das hoffe ich, dass das jetzt nicht zu schrecklich wird. So, dann nehmen wir den mal ein bisschen zurück. Ein gewisses Grundrauschen scheint dabei zu sein. Das scheint jetzt eine geeignete Lautstärke zu sein. Dann gucken wir mal, dass wir den mit aufnehmen in den Gesamtklang. Das tun wir bei den erweiterten Audioeigenschaften. Da ist Monitor aus, steht momentan drin. Ach, Monitor und Ausgabe. Dann schauen wir mal, was passiert, wenn ich hier einmal zurück in die Grundsubstanz, dann gebe ich dem Atari mal ein Reset. Da müsste jetzt ein Diskettenlaufwerk dran sein. Da lädt er jetzt was. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Das müssen wir uns gleich anschauen. So, mal gucken, tut sich da jetzt was? Da tut sich was. Da haben wir jetzt die beiden Spieler. Und das Spiel könnte anfangen. Schauen wir mal, ob wir hier was verändern können. Ah ja, können wir. Wählen wir den einen Spieler einen Droiden aus. Ach, wir machen es einfach bei beiden. Ein Droid, weil ich faul bin. Aktion Human auch. Ersetzen durch einen Droid. Und dann starten wir einfach ein Spiel. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Auch ohne mein Zutun. So. Da läuft also jetzt ein Spiel. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das Ganze zusammengebaut kriegen mit meinem restlichen Kram. Dann gehe ich hier in die Szene, wo wir hier gebaut haben. Dann baue ich jetzt hier diese Atari-Dose mit ein. Mal gucken. Das ist eigentlich nur ein kleiner Bildschirm hier. So, den will ich jetzt hier einbauen. Dann tun wir als Quelle dazu die Szene mit dem Atari. Tack. So, da sehen wir, der ist jetzt drin. Und links oben eingeblendet, das ist eigentlich schon gar nicht so ungeschickt. Jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen mehr nach etwas aussehen lassen. Ja, da verwende ich jetzt die StreamFX Utility, um damit zu arbeiten. So, erstmal die Szene hier auswählen als Quelle. Okay, ist ausgewählt. Und dann, Filter. Jetzt wird es nämlich spannend, jetzt haben wir drei Filter. Ich muss jetzt hier was hinzufügen. Na gut, das kriege ich hin. Und zwar 3D-Transformation. Lassen. Jetzt gibt es hier die Eckenanheftung, das machen wir aber nicht. Wir machen eine perspektivische Projektion. So, was wir hier machen, also es ist wichtig zu wissen, wenn wir das Bild, was wir haben, so haben, dass die Linien alle senkrecht sind, dann gibt es hier Pitch, Yaw und Roll. Und die einzige Größe, die sich eigentlich verändern muss, wenn wir perspektivisch werden wollen und die Senkrechten senkrecht bleiben sollen, ist hier dieser hier. Dann machen wir hier so einen Bildschirm, der ein bisschen schräg ist. Den müssen wir ein bisschen nach rechts schieben. Da ist die Position.
Dann schieben wir dann die Position ein bisschen nach rechts. Machen wir einfach bekannt. 60. Was ist jetzt drin? 70. 70 ist auf alle Fälle drin. Und dann schieben wir das Ganze ein bisschen runter. Gucken. Ich weiß gar nicht, welche Richtung das Y zählt. 10, ja, das scheint gut zu sein, die Richtung. 80 runter, na, das ist zu viel. 40, auch zu viel. 30, okay, noch ein bisschen. Und jetzt ist es komplett im Weg, ne? So. Was wir jetzt noch machen wollen, ist, dass das Ganze ein bisschen projiziert aussieht. Da nehmen wir dann hier den sogenannten Color Key. Ne? Den kann man auch so benannt lassen. Jetzt ist die Frage, wie funktioniert der? Key Farbtyp ist nutzerdefinierte Farbe, sagen wir mal. Und die Farbe, die wir jetzt auswählen, einfach schwarz. So, und jetzt sehen wir, dass das schwarz durchsichtig geworden ist. Das ist genau das, was wir haben wollen. Ja. Und die Deckkraft setzen wir mal runter auf 0,8 oder so. Na, 0,8. Na, vielleicht 0,7, sagen wir mal. 0,7. So. Und ja, dann machen wir das Fenster wieder zu. So. Jetzt sieht man, der Hintergrund scheint ein bisschen durch. Speziell da scheint der Hintergrund ein bisschen zu viel durch. Gehen wir lieber auf 90%. Und den können wir auch noch ein bisschen kleiner machen. Sehen wir, haben wir hier einen großen Demo-Screen. Ich kann mal gucken, dass ich einen von den Spielern also ersetze. Und zwar durch mich selber. Human. Und dann kann ich hier mit diesem Bildschirm was spielen, ne? Mal sehen. Ups. Oh, da sehe ich aber alt aus. Da habe ich mir einen Droiden ausgesucht, der ein bisschen sehr gut ist. Also man sieht, ich spiele hier relativ schlecht. Na? Und schon wieder. Ja, das ist jetzt eine Spiele-Demo, ne? Wenn man die einschalten. Ich schalte jetzt mal komplett auf den Bildschirm über den Projektor, ne? Vollbildprojektor. Da haben wir den, schalten wir dann hier drauf auf den Bildschirm. So, und jetzt sieht man, dass ich schlecht spiele. Den Ball abgenommen. Okay.
Ja, und das Spiel habe ich jetzt insgesamt verloren, aber so ist das eben. Ne? Also sieht man, wie man relativ einfach etwas machen kann, was wie eine schicke Bildschirmprojektion aussieht. Ja, dann gibt es noch Move Transitions. Das ist auch ein Plugin, was sehr beliebt ist. Damit kann man Übergänge machen, die so geometrische Transformationen nehmen. Und Value Transitions, das ist sehr interessant insofern, dass man beliebige andere Plugins nehmen kann. Und dann kann man halt sagen, okay, zwischen Anfang des Übergangs und Ende des Übergangs verändere ich diesen und jeden Parameter bei dem Plugin fließend. Also immer, wenn ein Bild weitergeschaltet wird, wird der Parameter dann ein Stückchen weitergeschaltet. Und es ist für so etwas wie eine 3D-Transformation, wo dann ein Pseudo-Bildschirm im Bild ist und man dann zwischen diesem Pseudo-Bild im Bild und dem Vollbild umschaltet, da kann man natürlich dann quasi nahtlos das eine Bild in das andere überführen. Ich bin jetzt nicht mehr dazu gekommen, das zu demonstrieren, aber das empfehle ich sehr zum Umexperimentieren. Ja, wenn man da jetzt OBS vergleicht mit Videoeditoren wie Shotcut, dann muss man sagen, dass sich vom Funktionsumfang der Filter und Transformationen und Übergänge, da findet sich eigentlich relativ viel wieder. Der Unterschied ist natürlich, dass alles in Echtzeit passiert und dadurch ein erheblich gesteigerter Bedarf an Rechenleistung und Bildschirmen besteht, weil man muss ja alles gleichzeitig im Blick haben. Man hat schnelle Ergebnisse, das heißt, man hat nicht einen aufwendigen Schnittvorgang. Dafür hat man natürlich dann auch den ganzen Verschnitt, den man den Streaming-Gästen zumutet. Man kann überhaupt streamen und auch dabei einen Mitschnitt machen. Und man kann natürlich auch den Mitschnitt hinterher redigieren. Das Problem ist natürlich, dass man, weil alles in Echtzeit stattfinden muss, kann man nicht wirklich ein optimal kurzes Video erzeugen. Das würde man tatsächlich dann, wenn man es mitschneidet, am besten hinterher umkodieren, damit es einen besseren Kompressionsgrad hat. Ja, wie die Folie sagt dasselbe. Und dann, wenn wir bei dem Thema Nacheditieren sind, dann ist natürlich so, am besten benutzt man diese Tools in der Kombination. Da das Zitat von Blaise Pascal, ich hätte gerne einen kürzeren Brief geschrieben, allein mir fehlte die Zeit dazu, ist eigentlich dafür sehr passend. Der lange Brief ist der, der mit OBS Studio entsteht und mit Shotcut kann man ihn dann einkürzen, um ihn in ein passenderes Format zu bringen. Ja. Und was man natürlich machen kann, wenn man Videos nachträglich mit Shotcut einklebt, dann spart man sich ein paar Hin- und Her-Kodiervorgänge neben der Rechenzeit, die das auch beansprucht. Und kann dadurch auch eine bessere Qualität insgesamt des Gesamtproduktes erzielen. Ja. Oder man verwendet halt Codecs mit hohen Codierungsraten. Das ist natürlich dann auch, dann sind die Verluste zwischendrin nicht so groß, aber. Und man hat die Möglichkeit, live zu streamen. Worauf man achten sollte, ist, dass man nicht hin und her skaliert. Das heißt, man sollte von vornherein alles mit einer bestimmten Auflösung machen, weil selbst wenn man auf eine höhere Auflösung raufskaliert und mit einer höheren Auflösung arbeiten und das Ergebnis runterskaliert, sind die Ergebnisse schlechter, als wenn man von vornherein bei einer etwas niedrigeren Auflösung bleibt. Das war's. Dann kommen wir jetzt zum Frageteil. So, jetzt habe ich es, glaube ich, halbwegs beisammen. So. Ja, man kann mich hoffentlich wieder hören.
Das war jetzt der vorbereitete Teil und ich würde sagen, dass wir zunächst mal jetzt das Pad abarbeiten und wenn danach noch Zeit ist, dann erzähle ich vielleicht noch ein bisschen was dazu, wie dieses Video hier, was heißt hier, wie dieses Video, wie diese aktuelle Session gerade aufgebaut ist und womit ich die jetzt gerade mache. Okay. Also sehr gerne. Wir haben auch nicht so unbaumäßig viele Fragen, sodass wir das beides durchaus noch schaffen sollten. Die erste Frage, die im Pad gestellt wurde, ist, wie man eine Videokamera anschließen kann. Das hast du ja eigentlich im Vortrag schon erwähnt über HDMI-Grabber. Ja, also es gibt halt diverse HDMI-Grabber in verschiedenen Qualitäten. Die billigen sind halt mit 10 Euro bis 20 Euro und Motion-JPEG-Format dabei. Da kriegt man in Full HD so 30 Frames die Sekunde in einer brauchbaren Qualität raus. Da läuft jetzt etwas drüber, was bei den Capture Cards, also ich muss sagen, die Karte, die mich jetzt persönlich bis jetzt noch am meisten überzeugt hat, jetzt muss ich mal gucken, ob ich die ins Bild kriege, ist vielleicht ein bisschen vielleicht schalte ich mal einfach eine andere Perspektive. Schauen wir mal. Ja, machen wir das mal. Man sieht da jetzt hier, was ich in der Hand halte, etwas, das ist eine, wie heißt das, Avamedia Live Gamer Portable. Ich mache jetzt hier Reklame, das ist furchtbar. Das Ding findet ihr unter Capture Card mit Toblerone als Stichwort in Websuchen. Und was mich an der halt sehr begeistert hat, ist, dass die erstens unter Linux läuft, also sprich, die genügt voll dem UVC-Standard. Die kann H.264 direkt kodieren. Die kann es direkt auf eine SD-Karte aufzeichnen. Das ist das, was ich erwähnt hatte. Und man kann die halt als Kartenleser umschalten. Das heißt, in meinen Setups, jetzt habe ich hier zwei Rechner stehen, erspart die mir eigentlich einen Rechner und liefert eine relativ hohe Qualität. Wenn man jetzt nur mit einer Videokamera aufnimmt, ist das nicht nötig. Da genügen die einfachen Sticks, die ich am Anfang vorgeführt habe. Die steckt man dran. Was wichtig ist, ist, dass die Videokamera ein clean HDMI-Signal liefern kann. Was ich auch gesagt habe, bei den Camcordern ist meine Erfahrung, dass man das häufig einstellen kann, dass also die ganzen Online-Display-Informationen nicht drauf sind. Ich mache mal wieder das frontale Bild, das sieht ja furchtbar aus. Bei Still-Cameras, wie nennt man das? Einzelbildkamera. Ich weiß gar nicht, was man im Deutschen dazu sagt. Es ist dann eher so, dass man diese Probleme hat, wie man kann die Einblendung nicht abdrehen oder das Ding ist im Standby-Modus, schickt es überhaupt kein Bild raus oder so. Das hat man dann bei denen eher. Aber diese Camcorder, die ich bis jetzt hier eingesetzt habe mit HDMI-Ausgang, bei denen ließen sich die Einblendung abstellen und die machen auch im Standby-Modus ein durchgehendes Bild raus. Und da kommt dann jetzt auch dieses Bild, was wir hier vorne haben, zustande. Und auch einiges andere, was ich da aufgezeichnet habe. Okay, vielen Dank. Die nächste Frage, die ich nehmen würde, ist, wie kann man denn jetzt konkret zum Beispiel noch Odyssey oder einen anderen Livestreaming-Dienst hin streamen? Da brauche ich gerade so, da mache ich mal gerade hier das Bild drüber. Wenn man hier die Einstellungen sich anguckt von OBS, dann haben wir hier als Stream, kann man sich da eine Plattform einstellen hier. Ne? Da gibt es Twitch, YouTube, RTMP. Ich kenne das alles nicht. Ich habe noch nie gestreamt. Aber man hat halt eine Option, hier dann einzustellen, welchen Streamingdienst man verwendet. Ihr werdet das hoffentlich besser wissen als ich, also derjenige, der fragt. Dann gibt es noch Empfehlungen für Einstellungen der Streaming-Plattform ignorieren. Na, großartig. Benutzer definiert gibt es auch. Also es wird hier Möglichkeiten geben, das dann einzustellen. Ich kann mal gucken, was bei Benutzer definiert. Sagt der Server, Streamschlüssel, Authentizierung verwenden.
Okay, und wenn man da was auch immer eingestellt hat, die speichere ich jetzt mal nicht, dann kann man halt hier, gibt es in der Steuerung, in dem Block gibt es einen Block Stream starten, es gibt einen Block Aufnahme starten, damit kann man halt parallel mitschneiden. Das sind, da muss er natürlich sowohl für einen Stream starten, für Aufnahme starten, muss er einen eigenen Stream laufen lassen, muss er einen eigenen Codec laufen lassen. Da kann man in Einstellungen auch einstellen, dass er für beides dasselbe nehmen soll. Moment, gucken wir mal, das ist dann bei Ausgabe, glaube ich, steht das. Da kann man für Stream und Aufnahme einstellen, welche Qualität er verwenden soll. Und bei der Aufnahme kann man Aufnahmequalität gleich wie Stream machen. Dann läuft natürlich nur ein Codec. Und dann schreibt er drunter, Warnung, Aufnahmen können nicht pausiert werden, wenn die Aufnahmequalität gleich wie Stream ist. Was natürlich auch irgendwo einleuchtet, weil dann der Codec auch durchlaufen muss. Das heißt, man hat diese ganzen Möglichkeiten, Stream starten, Aufnahme starten, virtuelle Kamera starten. Da kann man auch dann in ein Video for Linux Device reinpipen, was man dann auf der anderen, auf der Gegenseite benutzen kann, um das als Webcam in, ja, zum Beispiel in Big Blue Button zu benutzen. Das heißt, man hat hier schon eine ganze Menge Möglichkeiten, das Zeug rauszuleiten. Man muss nur auch die Rechenleistung dafür haben. Ich habe halt einen Rechner von 2012, ne, und mit sehr mäßiger Leistung. Bei der jetzigen Vorführung leite ich tatsächlich nur auf dem Bildschirm raus und dort gehe ich dann mit einem Grabber dran und der zweite Rechner macht dann von dort aus die Weiterverarbeitung. Es ist alles vorhanden, ob man auch alles gleichzeitig vor allem nutzen kann, das hängt sehr davon ab, wie leistungsfähig der jeweilige Rechner ist. Okay, dankeschön. Die nächste Frage ist, kann man ein Mobiltelefon als WLAN-Kamera benutzen? Hast du da schon mal irgendwie Erfahrung? Ich habe null Erfahrung deswegen, weil Mobiltelefon heißt heutzutage meistens Smartphone und Smartphone habe ich gar keins. Ne? Es soll da auch tatsächlich Plugins für geben, die dann mit einer passenden App und einem Smartphone zusammenarbeiten und die es dann ermöglichen, das Smartphone zu verwenden, um zwischen Szenen hin und her zu switchen, also einige Hotkeys da einzurichten, als auch Sachen zu sehen, also auch als Monitor ist es nutzbar, als auch als Kamera zu verwenden. Also es soll Applikationen geben. Ich habe selber keine Erfahrung damit. Okay. Die nächste Frage ist dann, warum es zeitweise immer mal so größeres Delay gibt, wenn man in einer Videokonferenz OBS für die Kamera benutzt. Also so wie du es jetzt ja quasi oder ich auch machen. Da bin ich etwas überfragt. Ich muss dazu sagen, dass zum einen sind die Audiosysteme teilweise überlastet. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn der Rechner heiß läuft, dann neigt gerne das Audio dazu davon zu laufen. Das hatte ich ja auch demonstriert. Was ich jetzt hier momentan bei meinem Setup mache, ist, dass das Audio peinlicherweise direkt am OBS vorbeigeleitet wird. Ne? Und bei diesem Setup, bei dem ich jetzt streame, ist es dann so, dass die Capture-Karte das reine Audiosignal reinbekommt von meinem Mischpult und das OBS hört es noch mit. Man sieht also, dass hier die Anzeige ausschlägt und aber es leitet es nicht mehr raus. Ne? Und auf die Art und Weise vermeide ich dann halt, dass mir irgendetwas davonläuft. Im Wesentlichen habe ich das immer nur dann erlebt, wenn der Rechner in die Knie ging. Und man kann relativ schnell den Rechner dazu bringen, in die Knie zu bringen, was im Video dann, da sind vielleicht mal Aussetzer drin oder so, aber das fällt nicht auf. Ne? Im Audio fallen Aussetzer immer ganz drastisch auf.
Und ich würde schätzen, dass das in diesem Fall dann eher ein Rechenleistungsproblem war. Es kann auch helfen, dann natürlich, was ich auch gesagt habe, von vornherein den Lüfter hochlaufen lassen, ne? Und ja, und die Szenen vielleicht ausmisten, um sicher zu sein, dass man nicht zu viel Rechenleistung verschluckt. Okay. Als nächstes geht es darum, warum braucht man unter Linux das V4L2 Loopback-Kernel-Modul, um eine virtuelle Webcam zu erstellen, die man zum Beispiel im Browser verwenden kann? Naja, da ist ja, man braucht ja irgendein Device, ne? Also, und wenn du, was auch geht, du kannst zum Beispiel eine Named Pipe machen und da einen H264-Stream reinschicken. Das funktioniert tatsächlich auch, das als Input-Device zu nehmen, als Medien-Input, glaube ich, oder VLC-Input, eins von beiden. Das frisst es auch, ist aber einfach weniger effizient. Das Loopback-Device, da werden halt die Daten in der Form, in der sie reingeschaufelt werden, kommen die auch wieder raus. Und das ist in den meisten Fällen die eleganteste Lösung, auch weil die meisten Applikationen, die mit Videostreams zurechtkommen, so ein Device erwarten. Aber teilweise kann man es auch über eine Named Pipe schicken oder über eine andere Pipe. Ja, an Named Pipe geht schlecht, weil die kann man nicht aufmachen, ne? Man braucht schon einen Namen als Zugriff. Und darüber kann man auch Videostreams in OBS reinleiten und verwenden. Ich finde das eine schlechtere Lösung. Ja. Okay. Wo wir gerade schon mal im Bereich Hardware so im weitestgehenden Sinne sind, reicht denn auch eine Intel-Grafik oder braucht man irgendwie unbedingt was von AMD oder Nvidia, um das Ganze zu machen? Also ich, bei mir läuft es auf einer Intel-Grafik, ne? Also wie gesagt, wenn man zu viele Applikationen auf einmal auf demselben Rechner laufen lässt, dann kommt man irgendwann in die Enge, aber ich habe das meiste auf meinem Rechner gemacht und ich habe halt eine Intel-Grafikkarte und das ist das ist ein Prozessor, Core-Prozessor von der zweiten Generation, viel weniger darf es, glaube ich, nicht sein. Und damit kommt es halt klar. Okay, und dann eine letzte Frage, ob es denn mit OBS auch die Möglichkeit gibt, nicht nur die Video als Kamera in eine Videokonferenz zu pflegen, sondern auch das Audio darüber laufen zu lassen. Also ich glaube, das Video vor Linux selber ist ein reines Video-Device, wenn ich das richtig im Kopf habe, und macht kein Audio. Da müsste man dann parallel dazu sich ein ALSA-Loop-Device, die gibt es auch, laden. Und da sind, glaube ich, die Miner-Numbers im Odd-Even durchnummeriert. Das heißt, man leitet in irgendetwas .0 dann den Sound rein vom OBS aus und dann kann man es in irgendetwas .1 von der anderen Applikation aus wieder rauslesen. Also da gibt es das ALSA-Loop-Modul, ALSA-Underline-Loop, ich weiß nicht genau, wie das Loopback, müsste nachgucken, aber genauso wie das Video for Linux ein Loopback-Device hat, hat ALSA auch so solche Loopback-Devices, die man dafür verwenden könnte. Okay, das waren dann auch schon alle Fragen, die jetzt im Pad stehen und wir haben noch gut 10 Minuten Zeit. Ich denke, wir können auch die kleine Demonstration für den Greenscreen machen. Dann gucke ich mal, dass ich das gerade mache. Das ist jetzt das Originalbild, wie es aus der Kamera rauskommt, ne? Also man sieht, dass ich hier so eine grüne Stofftüte hatte, nicht besonders sauber, um ehrlich zu sein, die da hinter mir hängt, die sich dadurch auszeichnet, dass sie einen relativ giftigen Farbton hat, was für diese Anwendung natürlich relativ praktisch ist. So, und da machen wir mal gerade den OBS-Bildschirm, dass man sehen kann, was ich da eigentlich fabriziere. So, ich bin oft genug zu sehen, glaube ich.
Jetzt ist das die Front pur. Da habe ich einmal die Kamera drin und einmal einen Jack-Eingabe-Client. Das heißt, ich habe die Audio-Auf-Eingabe hier auch mit reingenommen. Wie gesagt, momentan leite ich das Audio auch um das OBS komplett rum, aber das OBS kriegt das Audio noch zu sehen. Es hat nur keine Chance, es zu unterbrechen oder aus dem Ruder laufen zu lassen. Dann dann habe ich hier ich habe zu viele Fronten. Dann habe ich hier Front, das ist jetzt nur Front und nicht Front pur. Und da sieht man, ist der ganze Hintergrund erstmal verschwunden. Und wenn ich mal angucke, wie das passiert ist, da habe ich Filter drin. Und zwar ist da, einmal ist da das Zuschneiden vom Filter. Das kann man jetzt, ich mache mal den anderen weg, dann sieht man das besser. Da habe ich also dann hier ein Viereck ausgeschnitten. Und dann ist das Chroma Key Filter noch dazu. Und das Chroma Key Filter, das klicke ich mal an, dem gibt man eine Farbe an, die es auswählen soll. Hier ist der Farbtyp Custom. Was ich gemacht habe, ist dann hier links in meinem Menü nochmal wieder auf Front pur geschaltet. So, dann Farbe auswählen, dann sage ich Pick Screen Color. Dann hole ich mir hier ein Beispiel von dieser grünen Farbe. Jetzt wird es wahrscheinlich etwas schlechter decken, nachdem ich das mache, weil ich die anderen Parameter darauf abgestimmt habe. Das passt noch ganz gut. Und dann drehe ich halt hier an diesen Parametern so lange rum, bis möglichst nur noch mein Kopf stehen bleibt. Glätte Spielreduzierung. Wenn man Spielreduzierung nicht macht, dann kriegt man so grüne Ränder. Also das nimmt so ein bisschen Grün am Rand weg. So. Jetzt habe ich das, also ich habe es einmal auf meine passende Größe zugeschnitten und dann habe ich halt diesen Chroma Key, das Grün, was ich da weghaben will, mir genommen. So, wenn ich mir das habe, dann habe ich halt nur meinen Kopf und den kann ich dann als Fenster vor was anderes davor machen. Wo habe ich denn hier eine Szene? Ja, da ist zum Beispiel eine, da ist der... die Webseite aktiv, ne? Und das ist diese Szene, da ist der Kopf halt rechts oben in der Webseite klein eingeklebt. Was ich ja auch noch gemacht habe, ist Pseudofront, weil ich habe ja jetzt dieses dämliche grüne Ding hinter mir und das sieht nicht so super aus auf dem Bildschirm. Und was ich dann gemacht habe, hier ist das besteht auch aus Front 2. Front 2 ist im Prinzip auch wieder so einer. Der hat ein bisschen andere Parameter, damit er besser, also sprich, der andere war ja leicht durchsichtig. Das wollte ich jetzt hier bei dem Pseudo-Bild, was ich hier habe, nicht haben, dass der Hintergrund durchscheint. Also habe ich hier die Front 2, die undurchsichtig ist, aber ansonsten auch so ein Greenscreen ist. Und dann habe ich in der Pseudo-Front noch ein Bild untergebracht. So, wenn ich das mal wegnehme, dann ist halt alles schwarz, aber das Bild ist halt das Hintergrundbild. Ich kann, wenn ich die Front wegnehme, dann sieht man, ich habe einfach das grüne Ding da mal abgehängt und dann geguckt, dass ich einmal ein Foto mache, wo ich überhaupt nicht drauf bin. Und dann kann ich halt meinen Kopf noch davor klemmen und das ist dann eigentlich das Bild, was dann zustande kommt. Also, und das sieht dann davon abgesehen, dass ich jetzt so ein leichtes Geflimmer um den Kopf rum habe, hier sieht das noch relativ natürlich aus, weil es tatsächlich derselbe Stuhl ist, auf dem ich auch sitze. Und wenn im Hintergrund irgendetwas durchscheint, dann ist das auch der Hintergrund, der dahin gehört, der durchscheint. Ja, das war eigentlich das, wie ich da mein Greenscreen hier aufgebaut habe. Ja, vielen Dank für noch diese kleine Demonstration. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende. Vielen Dank für den umfassenden und erhellenden Vortrag. Ich hoffe, wir haben
auch einigen Zuschauenden ein bisschen was beibringen können. Ja, ich hoffe vor allem auch einfach die Motivation, dann sich das Ding mal zu nehmen und damit rumzuspielen und dann mal zu gucken, bis wohin man kommt, bevor der Rechner in die Knie geht. Es ist halt die Warnung, die man ganz klar sagen muss, wenn ich etwas habe und es funktioniert auf meinem Rechner und ich sage, okay, jetzt habe ich alles, was ich haben will und jetzt starte ich die virtuelle Kamera und setze mich in eine Session. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn die virtuelle Kamera läuft und dann noch ein Codec läuft, der parallel läuft und alles encodiert, dass dann immer noch alles stabil läuft, ist leider etwas gering. Also vorher den Ernstfall austesten und nicht enttäuscht sein, wenn man dann feststellt, Mist, jetzt ist das Ding doch überlastet. Und tendenziell funktioniert auch für so Videostreaming, habe ich auch festgestellt, Chromium besser als Firefox. Ne? Aus welchem Grund auch immer, der läuft da etwas stabiler. Okay. Vielen Dank und damit allen noch einen schönen restlichen Linux-Tag 2022. Ja, da möchte ich mich anschließen. Vielleicht sieht man sich ja noch irgendwo im Live-Adventure.